Kulturbüro der Stadt Trier, Kulturamt quasi der Stadt Trier. Ich kümmere mich um grenzüberschreitende Netzwerke wie Kulturraum Großregion oder Quadrupol und auch um diese ganzen Veranstaltungen und Projekte. Ja, also ich arbeite mit Plurionet, weil das für unsere Arbeit, unsere Veranstaltungen wirklich viel nutzt. Wir haben Veranstaltungen den ganzen Sommer, von Mai bis September, hier im Brunnenhof, Konzerte, Open Air und möchten natürlich auch Leute aus Luxemburg und dem Saarland und Lothringen, Wallonien zeigen, dass es hier super ist und dass sie kommen können. Und da ist Plurio auch ein Multiplikator in der Großregion. Also wir nutzen auch andere Werbemittel, Anzeigen. Wir haben ein Programmheft, jetzt aber eher in der Region Trier. Wir haben Anzeigen bei den Medien, also Radio in Luxemburg. Aber Plurio ist halt kostenlos und durch Plurio können wir auch in der Großregion unsere Veranstaltung werben. Einfach. Genau.